vernachlässigt, finde ich. Ich habe erst einen Radula-Raum. Oh, 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 oh. Ich hoffe, ich habe keinen Radula-Raum übersehen. Oh, das wäre scheiße. Und wie soll ich da jetzt hinkommen? Okay, ich hoffe, die Stacheln bleiben jetzt auch weg. Nicht, dass sie jetzt, weil ich ja noch nicht fertig bin, wiederkommen oder so. Nee, gut. Wäre auch noch schöner. So, da oben haben wir das mitbekommen. Die sind auch ein bisschen befremdlich, diese Vögel mit den Köpfen, aber den menschlichen Unterteilen. Macht das? Ah, ach du heilige Scheiße. War der vorher auch schon da? Oh, eins. Alter. Zwei. Und rein hier. Drei. Oh, oh. War das knapp? War das knapp? Okay. Aber ich habe auch generell in dem Level sehr wenig Schweineschnauzen gesehen. Ich weiß ja auch nicht, ob das schon annähernd vorbei ist, aber ich finde, das ist ein bisschen... Entweder ich habe sehr, sehr, sehr viel übersehen oder ich bin noch gar nicht so weit, wie es sich anfühlt. Oder ich weiß ja nicht. Alter. Ach, das... Okay. Nett. So. Und das kann ich ja jetzt... So, ich gucke hier nochmal, ob hier auch nirgendwo etwas ist. Es kommt mir so wenig vor. Ich sehe nichts. Nicht, dass ich durch irgendwelche nicht vorhandenen Lücken falle. Ah, da hinten kommt hier das Gekrieche. So. Hopp. Schön alles Gekrieche kaputt machen. Hier ist noch was. Und hinter mir darf ich nicht vergessen. Ist auch noch was. Wo seid ihr? Ich weiß, dass ihr da seid. Habe ich jetzt alles? Kommt vorne noch was. Aber ist mir egal. Mach ich halt auch noch kaputt. So, aber erst nehmen wir hier diese Wand. Die hatten wir ja vorhin schon gesehen. Meine Flasche. Ein Schwein? Ach nee, hier ist noch eine. Hopp. Ich hätte auch gerne mal wieder ein Schwein. So, da war eine Flasche und hier müsste dann ein Zähnesymbol drüber sein. Ist es aber nicht. Und wem auffällt, dass ich mehr als sonst rede, das... Ah! Kann durchaus sein. Weil, wie gesagt, meine Woche war nicht so toll. Gibt echt schönere Wochen. Der heutige Tag, wie gesagt, wenn mir jemand erklärt, dass ich überheblich... bin ich noch alles? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach ja, aggressiv. Und... Who knows? Who cares? Ist das gerade... Okay. Gehen ganz nah ran. Und rennen los. Ja, wie soll ich das denn sonst machen? Ach so. Ich muss mich
wahrscheinlich durchblinzeln, ja. Und ja, es heißt ausweichen. Ausweichen, nicht blinzeln. Ausweichen. Okay. Das funktioniert. Was ist mit dem da? Aha, das schließt mich ein. Womit? Mit einer Puppe. Na, ganz großes. Ach nee, bei der Puppe waren die hier besser, ne? Wie viele haben wir denn noch? Weich mal aus! Weich mal aus! Okay. Wir haben hier schon mal Klamotten ausgezogen und einen Arm abgehackt. Das ist ja schön. Oh! Geh weg! Warum gehst du nicht? Ei! Bewegt sich auch so langsam mit der Teekanne in der Hand. Okay, irgendwas ist kaputt gegangen. Ja, okay. Das Herz liegt frei. Ah, der letzte Arm ist ab. Okay, sie kann noch hüpfen und Feuer speien. Jut, das war's dann damit. Ich hoffe, dahinter ist ein Radula-Raum. Das sieht schon so aus. Ich weiß nicht, warum. Aber das sieht so nach einem Radula-Raum aus. So, hier nehmen wir natürlich erstmal alles mit. Das nehmen wir mit. Hier war nirgends eine Schnauze eigentlich nicht. Das nehmen wir mit. Und die nehmen wir mit. Ich meine, die Zähne brauchen wir eigentlich nicht, aber ich nehme sie einfach der Vollständigkeit selber mit. Vielleicht gibt es ja so ein... Achso, hier ist nur eine Erinnerung. Scheiße. Ach, warte, da geht's. Siehst du einen Radula-Raum? Ein Radula-Raum! Ich hab's dir gesagt! Ja, ein Radula-Raum! Gestörte Menschen ernähren sich von den Gefühlen der anderen, Alice. Von ihren Stärken und Schwächen. Du meinst so wie, du? Entschuldigung. Konnte ich mir gerade nicht verkneifen. Aber Gott sei Dank, ein Radula-Raum. Ich will ja wirklich alle haben. Hoffentlich. Wo Schrumpfveilchen wachsen, gibt es noch mehr zu sehen. Keine Zeit zu verlieren. Oh, wir haben bitte doch überleben. Keine... Nicht töten. Na toll. Töte oder werde getötet. Hab ich ja richtig Bock drauf. So, mach tot und weich aus. Ja. Hoppa. Ausweichen. Ah, nicht der. Okay. So, erst du. Und ich hab dich doch im Flug eigentlich. Boah, jetzt kommt ihr auch. Scheiße. Scheiße, ausweichen. Okay, der ist schon tot. Ah! Scheiße! Und geht einfach... Scheiße! Na, super. Ich hab auf Ausweichen gedrückt, du Nase. Ach, er ist tot. Und weich aus! Scheiße, 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 scheiße! Ich drücke auf Ausweichen und du klopfst dich, du blöde Kuh! Dann! Oh! Okay. So viel zum Thema. Man kann auch vom Rand fallen. Hoppa. Und ausweichen. Na. Scheiße. Nein. Anvisieren?
Nee, nicht den. Genau den, aber weich bitte trotzdem noch ein bisschen irgendwo hin aus. Warum ist denn der auf einmal so schnell? Und gehst du da bitte weg? Danke. Fisch, kommst du jetzt bitte her? Weich aus! Aber gut, Hauptsache, weißt du? Na, wo kommst du denn her? Noch einer! Kommt außer ihm noch was? Schaut nicht so aus. Nochmal! Nochmal! Mach! 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 Solange er liegt! Mach ihn kaputt! Mach ihn kaputt! Mach ihn kaputt! Erfolg! Oh Gott sei Dank! Komm, Alice, nicht trödel! Du hast schon den Zug verpasst! Ach Gott, war so schlecht. Guck dir das an, ich habe die Hälfte der Rosen verloren. Sammle Zähne für ein Waffen-Upgrade. Ich hab aber kein Upgrade mehr. Dahinter kann ich nicht irgendwas, ne? Nee. Sonst ist ja auch nichts. Ich wüsste gerne, ob noch zwei Radula-Räume kommen. Es würde mich echt happy machen. Wirklich. So richtig. Somit. Yay! Aber ich weiß nicht. Oh Gott sei Dank. Ich habe den Radula-Raum. Ah, wobei der. Wie gesagt, ich dachte mir schon, dass da einer ist. Aber ich, ne? Halt. Drohungen, Versprechungen und gute Absichten sind noch lange kein Handel. Drohungen, Versprechen und Absichten sind noch lange kein Handel. Naja, da hat die Miezekatze recht. Jeder kann was versprechen. Oder sonst was. Er muss es ja deswegen noch lange nicht tun. Zwei. Vielleicht muss ich dann später dahin. Ich gehe erstmal hier hoch. Weil hier ist eine Blume. Und wir brauchen sowieso ein bisschen Leben, weil wir uns minimal blöd angestellt haben. Also ich. Das ist ja interessant. Man kann da so reingucken, wie sie da drin steht. Und die haben das sogar, dass das innen auch, wenn man die gelben Füßchen sieht, die sind auch, die bewegen sich. Finde ich gut. Das ist nicht nur äußerlich, sondern auch, wenn man in die Verlegenheit kommt, reinzugehen, innerlich sich so bewegt. Finde ich gut gemacht. So, ich guck nochmal, da oben ist ein Hebel. Hier geht's auch um. Ach so, okay.